bei Energiegeladen, dem Energiekongress. Die THK-Region, Technologieregion Karlsruhe, zählt mit zu den innovativsten und führenden wirtschaftlich stärksten Regionen in ganz Europa. Und das liegt natürlich an den Unternehmen, die hier angesiedelt sind. Und damit das auch so bleibt, ist es natürlich wichtig für die Unternehmen, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit gemeinsam miteinander verbinden zu können. Wie das funktioniert, welche Lösungen, welche Technologien, auch welche Erfahrungen hier schon existieren, das erfahren Sie, liebe Gäste, im ersten Themenblock Unternehmen. Ja, und organisatorisch im Themenblock Unternehmen haben wir zwei Vortragsrunden für Sie. Nach den ersten vier Vorträgen haben Sie die Chance, auch den Referentinnen und Referenten entsprechende Fragen zu stellen. Und nach diesen ersten vier Vorträgen und nach der Fragerunde starten wir dann nochmal in weitere drei Vorträge. Ja, wie können Sie Fragen stellen an die Redner? Ganz einfach, indem Sie die Chatfunktion nutzen, die Sie unter dem Livestream-Fenster sehen. Da einfach Ihre Fragen eintippen. Der Chat ist auf jeden Fall auch jetzt schon für Sie geöffnet. Ja, und damit möchten wir mit unserem ersten Vortrag starten. Ohne eine konsequente Kreislaufwirtschaft wird das Klimaziel nicht erreichbar sein. Und die mit der Kreislaufwirtschaft verbundenen neuen Geschäftsmodelle bieten auch wirtschaftlich attraktivere Lösungen und Ansätze wie in der linearen Wirtschaft. So zumindest die Aussage unseres ersten Redners. Er ist Leiter des Zukunftsforums Hochrhein-Bodensee und sein Vortragstitel lautet Energieeffektivität und Kreislaufwirtschaft. Schön, dass Sie mit dabei sind, Herr Dr. Peter Fritsch. Guten Morgen, Frau Berz, und herzlichen Dank. Ich spreche für ein kleines Netzwerk von Unternehmern, die sich dem Thema Kreislaufwirtschaft verschrieben haben. Sie werden sich jetzt fragen, was hat Energie mit Kreislaufwirtschaft zu tun? Spätestens mit dem Urknall ist das Universum elementar mit dem Thema Energie verbunden. Das Millionen Lichtjahre messende Universum birgt unvorstellbare Energiemengen, die ganze Galaxien entstehen und wieder verschwinden lassen. Und so ist die Entstehung unseres Planeten ohne Energie noch nicht mal denkbar. Alle Materie ist mit Hilfe von großen Energiemengen entstanden. Und es gilt, der Wert jeglichen Materials wird durch den Einsatz von Energie mitbestimmt. Je mehr Energie bei der Rohstoffentstehung oder in der industriellen Weiterverarbeitung eingesetzt wurde oder wird, umso wertiger ist Material. Das Thema Material kann also nicht ohne den Aspekt Energie behandelt werden und Energie nicht ohne Material. Energie steckt in allem. Wir haben drei Big Points, um unser Klimathema in den Griff zu kriegen. Der erste Big Point, Energieeinsparung auf breiter Front. Hier müssen wir auch an die Rohstoffe denken, die aus der Erdkruste entnommen werden und riesige Energiemengen schlucken. Der zweite Big Point, Umbau aller Wirtschaftszweige von fossil auf erneuerbar, ist klar. Aber auch hier haben wir eine enge Kopplung von Material und Energie. Denn um diese ganzen Anlagen, ob Propeller, Photovoltaik oder Kraftwerke letztendlich zu bauen, brauchen wir Rohstoffe nach wie vor aus der Erdkruste, weil wir noch keine umfassende Kreislaufwirtschaft haben. An dieser Stelle eine ganz klare Warnung. Nachwachsende Rohstoffe sind hier keine wirkliche Option, da die damit gebundenen Flächen für lebenswichtige andere Dinge benötigt werden. Und somit ist die Kreislaufwirtschaft als dritter Big Point eigentlich eine Abrundung der ganzen Geschichte. Denn mit der Kreislaufwirtschaft, maximal ausgedehnt auf alles, was wir in unserem Leben benötigen, schaffen wir es, die fossilen Rohstoffe, quasi die Primärrohstoffe, zu schonen und hier natürlich auch damit indirekt einen Energiebeitrag zu leisten. Erst durch die Kreislaufwirtschaft wird eigentlich die Begrifflichkeit Energieeffektivität rund. Jetzt fragt man sich, was ist Kreislaufwirtschaft? Kreislaufwirtschaft ist nichts anderes als ein Material in seinem Wert so lange, so hoch wie möglich zu erhalten. Und das erreicht man, indem man eigentlich entlang der Lebensdauer eines Produktes oder eines Materials mehrere Schleifen platziert, die letztendlich dazu führen, dass die Lebensdauer sich hier verlängert. Das ist der große Servicebereich mit zum Beispiel Wartung, Reparatur, Upgrades, aber auch Schleifen oder Kreisläufe, die die Weitergabe an weitere Nutzer umfassen.
die letztendlich einfach aus dem Produkt noch einen Nutzen ziehen und damit die Lebensdauer verlängern. Und am Ende vielleicht tatsächlich der Rückbau, die Rückbereitung zum Vormaterial, also quasi zum Sekundärmaterial. Das Ganze kann man noch toppen, indem man an dieser Stelle vielleicht wieder den Hersteller einbindet, eine Zerlegung, Reinigung, Refrechung durchführt und anschließend wieder an den Markt zur weiteren Nutzung weitergibt, um hier auch wieder weitere Schleifen zu platzieren, um dann vielleicht irgendwann nach mehreren dieser Abläufe am Ende tatsächlich bis zum Vormaterial zurückzugehen. Zusammengefasst heißt es nichts anderes, dass wir vier große Blöcke von Kreisen haben, die aus vielen kleineren Schleifen bestehen. Einmal um das Thema Nutzer, dann um das Thema Service, das ist sicherlich der umfassendste Bereich, und dann der Hersteller, der hier quasi auch wieder die Verantwortung in die Hand nimmt und zerlegt und sauber macht. Oder natürlich, wenn es bis zum Vormaterial zurückgeht, die große Gruppe der Lieferanten und Unterlieferanten. Maßgabe hierbei ist Schutz der Umwelt, inklusive der Gesundheit der Menschen. Das heißt, absolut giftfrei, so wenig wie möglich Abfall und so wenig wie möglich Primärmaterial zur Herstellung von Produkten. Darin stecken eine Unzahl vieler und neuer Geschäftsmodelle. Fasst man das zusammen, ergibt sich im Grunde genommen ein Riesenpaket an Vorteilen des Themas Kreislaufwirtschaft. Fast unfreiwillig Energieeinsparungen durch die vielen neuen Geschäftsmodelle, neue Arbeitsplätze. Mittlerweile schon ein Running-Thema unter institutionellen Anlegern. Es wird zu einem positiven Investitionskriterium. Rohstoffverknappung habe ich angesprochen. Sie generiert Wirtschaftswachstum, abgekoppelt vom Primärrohstoffverbrauch. Sie ist ein schlagkräftiges Marketing-Argument und kommt bei den Menschen immer mehr an. CO2-Emissionen ist klar. Sie stützt Biodiversität, ist eigentlich auch logisch. Und dann das Große, was natürlich viele Unternehmer, nicht nur an der Region Karlsruhe interessiert ist, dass diese neuen Geschäftsmodelle hohe Gewinnerwartungen haben. Und hierzu zwei Beispiele. Zum einen Caterpillar Remanufacturing Division, ein Bereich des großen Caterpillar-Konzernes, der seit über 20 Jahren gebrauchte Teile und Baugruppen ihrer Großmaschinen und Anlagen aus dem Markt zurückholt, aufbereitet und wieder an den Markt abgibt. Mittlerweile fast 7.500 Artikelnummern, die hier betreut werden, die zyklisch oder eben nach Bedarf zurückgeholt und neu gemacht, neu und aufbereitet werden. Die Rückholquote liegt in der Regel über 90%. Und was leider Zahlen nicht verfügbar ist, man sagt unter der Hand, dass das eigentlich der große Gewinnträger des gesamten Caterpillar-Konzernes ist. Beispiel 2, und das trifft jetzt mehr Sie und mich als die Verbraucher, Amazon Marketplace. Das ist eine Plattform, wo Dritte gebrauchte Güter kaufen und verkaufen können. Die Wachstumsraten sprechen für sich, die letzten Jahre durchweg 500% im Jahr. 2020 soll der Service-Umsatz, das betone ich ganz klar, bei über 80 Milliarden Euro gelegen, US-Dollar gelegen haben, Entschuldigung. Und das heißt, da es ja nur der Service-Umsatz ist, nicht der Produktumsatz, Sie können hier von Billionen, Milliarden Produktumsatz insgesamt ausgehen. Und das ist nur Kanada und Nordamerika, sprich USA. Sehr verehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Anregungen brauchen, wenn Sie einen Austausch benötigen oder wünschen oder Unterstützung, unsere Kontaktdaten finden sich unter zukunftsforum-hochrhein.de oder auch auf der ersten Folie meines Vortrages. Dankeschön. Ja, Herr Dr. Fritsch, vielen herzlichen Dank schon mal für Ihre ersten Impulse und wir erleben Sie ja auch gleich noch mal dann in der Fragerunde. Und ich glaube, es ist wichtig, das Thema Wiederverwendung immer wieder ins Bewusstsein zu rücken und da können wir auf jeden Fall Ihre Ideen mit aufgreifen. Vielen Dank dafür. Bei Energieeffizienz denken die meisten Unternehmen von Verbrauch von Energie und Medien senken und vergessen dabei aber auch andere wichtige Faktoren, die auch wesentliche Kostentreiber sind. Dieses Potenzial möchte gerne unser nächster Redner aufzeigen mit seinem Vortrag Dynamisches Lastmanagement, automatisch unerkannte Einsparpotenziale nutzen. Er ist Manager Business Development bei Dibalog GmbH, heute hier bei unserem Kongress mit dabei, live zugeschaltet Lothar Keck. So. Ja, ist schon. Sie hören mich? Guten Morgen, liebe Zuschauerinnen. Was sind Lastspitzen und wie verdient damit Lastmanagement Geld, anstatt noch mehr für Energie zu bezahlen? Genau, das ist auch meine Folie. Klick bitte.
Wir reden jetzt die nächsten Minuten von Strom, und zwar von viel Strom. Strom, was die Industrie braucht, um Brötchen zu backen, Metalle zu bearbeiten, um Kompressoren zu betreiben, um Klimaanlagen für Lebensmitteleinzelhandel in der Logistik zu betreiben, Pumpenmotoren wie in Klärwerken und, ups, da fehlt noch was, da müssen wir nochmal klicken. Genau, jetzt kommen auch noch die Ladesäulen dazu, weil viele Unternehmen mittlerweile ja auch interne Fahrzeuge wie Stapler oder auch den Tesla fürs Management mit Ladesäulen auch dann laden müssen. Nur mal so am Rande, so eine Ladesäule hat momentan bis zu 150 kW Leistung. Und wenn Sie mehrere Ladesäulen haben, da kommt nochmal ordentlich was dazu. So, jetzt sehe ich gerade momentan meine Folie nicht mehr. Ich muss mal... Nochmal Klick bitte. Und was Sie unten kennen, dieser gelbe Bereich, das ist der Stromverbrauch. Das heißt die Kilowatt, die Sie pro Stunde auch messen. Beziehungsweise Ihr Energieversorger misst. Das, was er auch misst, sind die roten Linien. Das heißt, je mehr Anlagen parallel eingeschaltet werden, umso mehr Strom zieht er zurzeit vom Netz. Das kennen Sie vielleicht auch von zu Hause, wenn Sie so eine Mehrfachsteckdose haben und verschiedene Geräte eingeschaltet haben. Da ist auch ein Föhn dabei, ein Heizlüfter. Und wenn Sie dann mal an die Zuleitung fassen, werden Sie feststellen, umso mehr Geräte parallel eingeschaltet sind, umso mehr Strom fließt, umso höher ist die Last im Netz. Und diese Last im Netz wird im 15-Minuten-Rhythmus gemessen. Das heißt, da wird der Durchschnitt genommen. Es hält sich mal fest, das wird gemacht alle 15 Minuten über das ganze Jahr. Aber die Berechnungsgrundlage später für Ihre Stromrechnung ist der höchste Wert im ganzen Jahr. Das heißt, haben Sie einmal einen Ausreißer, dass irgendwo mal zu viele Anlagen parallel gelaufen sind, dann ist das für den Energieversorger die Berechnungsgrundlage. Sein Argument ist, und das ist laut Bundesnetzagentur auch zulässig, er sagt, naja, es kann ja immer mal wieder sein, dass so viel Strom jetzt wieder vom Unternehmen gebraucht wird. Also muss ich die ganze Infrastruktur so aufbauen, dass ich immer diese Spitzen auch abdecken kann. So, nochmal Klick bitte. Und an diesen Lastspitzen, das Blöde ist, das sind die werden gemessen den Netzentgelten, dafür zahlen sie dann. Die sind nicht nur sehr teuer, sondern die werden ständig teurer. Nur mal als kleines Beispiel, so eine Lastspitze, dafür zahlen Sie also, das Netzentgelt beträgt pro kW ungefähr so 70 bis 150 Euro pro kW. Ein mittelständisches Unternehmen hat so Lastspitzen, die liegen so bei 500 kW bis auch mal 2 MW. Das sind in Euro ausgedrückt, wenn wir mal 100 Euro als Durchschnittspreis nehmen, 50.000 bis 200.000 Euro nur für die Netzentgelte jedes Jahr. Und da kann auch der Einkauf nicht viel dran drehen. Da kann man jetzt nicht gucken, wer bietet mir denn da einen günstigeren Preis an. Denn der Netzbetreiber, der dieses Gebiet versorgt, in dem das Unternehmen sitzt, da sind Sie fest angebunden. Da können Sie nicht wechseln, sondern er bestimmt allein den Preis. Und da lohnt es sich wahrscheinlich mal, in Ihre Stromrechnung heute Nachmittag reinzugucken, wie denn bei Ihnen momentan der Preis ist und wie er sich in den letzten Jahren hier verändert hat. Nochmal Klick bitte. Jetzt schauen wir uns mal diese 15 Minuten im Detail an. Einfach ein kleines, simples Beispiel. Sie sehen hier, es kommen Informationen jetzt, die sind für Unternehmen interessant, aber auch für die Stadtwerke, auch für Eigenbetriebe, aber auch für Energieberater und Planungsbüros, weil Sie werden sehen, wie Sie das besser in den Griff bekommen. Ganz simples Beispiel, wir haben hier vier Geräte. Das Gerät 1, das läuft die ganze Zeit durch. Da haben wir das Gerät 2, das brauchen Sie für irgendeinen Prozess. Und dann kommt noch irgendwann später ein Gerät 3, was dann länger läuft als 2, aber da kommt nochmal 4 dazu. In der Rechnung heißt es aber, die höchste Summe, das ist der maximale Leistungsbezug und das ist genau die Berechnungsgrundlage für die Netzentgelte. Nochmal Klick bitte. Das kriegen Sie manuell. Nochmal klicken bitte. Also fehlt ein Klick. Das kriegen Sie manuell eigentlich gar nicht hin, sondern unser System ist eine intelligente Software und auch eine Hardware, die Ihnen hilft, das alles zentral eben zu steuern. Wir gehen nochmal bitte auf die nächste Seite. Ich habe jetzt gerade in der Anzeige ein statisches Bild. Ich weiß jetzt nicht, wo Sie gerade stehen. Ich vermute mal, Sie sind beim nächsten Bild.
Sie sehen jetzt hier, dass diese Blöcke sich verschoben haben. Unser System schafft die sogenannte Lastverschiebung. Das heißt, das System misst die ganze Zeit für alle wichtigen elektrischen Anlagen, wie hoch ist denn gerade die Leistungsspitze, und schafft es dann, die Anlagen gezielt kurzzeitig auszuschalten, manchmal Sekunden oder wenige Minuten, und auch wieder automatisch einzuschalten, sodass man eben diese gesamte Lastspitze reduzieren kann. Keine Angst, Licht und Computer bleiben immer an, sondern es wird immer festgelegt, welche Prozesse kann man wirklich hier angehen. Das macht auch Ihr Kühlschrank zu Hause, das macht auch Ihr Backofen. Auf jeden Fall erreicht man es durch diese Lastverschiebung, dass wir in diesem Beispiel Sie sehen, die Lastverschiebung um 20% ungefähr im Schnitt bei unseren Unternehmen sinkt. Der Spitzenreiter ist ein Unternehmen, da haben wir diese Lastspitze um über 40% gesenkt. Das Ganze mal wieder in Euro betrachtet. Das heißt, so ein System spart Ihnen von den Netzentgelten so zwischen 10.000 bis 40.000 Euro jedes Jahr automatisch ein, ohne dass Sie irgendwas tun müssen. Damit amortisiert sich das System innerhalb von 1,5 bis 2,5 Jahren. Zusätzlich haben Sie noch eine Förderung. Der Staat hilft Ihnen bei der Einführung unseres Systems mit bis zu 40% der Kosten. So, wir gehen jetzt auf die letzte Seite. Und warum können wir das? Wir, die Firma Diebelock, macht es bereits seit über 35 Jahren weltweit in der Industrie, haben wir gelernt, wie wir die Prozesse so optimal steuern, dass sie ihre Produktion weiterhin aufrechterhalten können, ohne dass sie irgendwas merken, aber deutlich ihre Energiekosten reduzieren. Weitere Fragen beantworte ich Ihnen gerne. Ihr Lothar Keck von der Diebelock aus Sinsheim. Ja, Herr Keck, vielen herzlichen Dank schon mal für Ihren Vortrag. Und das klingt auf jeden Fall spannend mit Einsparung von 10.000 bis 40.000 Euro. Ich glaube, wir können da nachher noch mal diskutieren in der Fragerunde. Und an Sie, liebe Gäste, auch die Einladung, wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie diese jetzt schon gerne in den Chat. Wer baut und dabei auf eine große Glasfassade Wert legt, wird unweigerlich darum konfrontiert werden, wie geht es mit dem Thema Sonnenschutz. Innovative Technologien und in Verbindung mit Design und Nachhaltigkeit auch aufzuzeigen, das begeistert unseren nächsten Redner. Und das möchte er Ihnen auch in seinem Vortrag FC Campus Karlsruhe Innovation, Nachhaltigkeit und Design entsprechend vermitteln. Er ist Team- und Projektleiter bei der FC Verwaltungs GmbH. Ja, und schön, dass Sie sich dazu geschaltet haben, Herr Christoph Mack. Ja, herzlichen Dank für die Möglichkeit, an dieser Stelle unseren FC Campus vorstellen zu dürfen. Der FC Campus ist das neue Firmengebäude der FC Gruppe hier in Karlsruhe am Storrenacker. Und die FC Gruppe ist Ingenieurdienstleister in der Baubranche. Und da war es der Anspruch, ein eigenes Firmengebäude zu bauen, was Nachhaltigkeit und auch Architektur und Design verbindet und dabei innovative Ansätze zur Realisierung auch zu wählen. Sie sehen hier den FC Campus, die beiden Bürogebäude. Ich mag ganz kurz ein paar Eckdaten dazu sagen. Wir haben ungefähr 1700 Quadratmeter Glasfassade, 5000 Quadratmeter Bruttogrundfläche. Wir haben ungefähr 200 Arbeitsplätze hier am Standort. Die Wärme- und Kälteerzeugung erfolgt nachhaltig durch eine Geothermieanlage mit einer Wärmepumpe. Und das Dach ist mit einer PV-Anlage mit 38 Kilowatt Peak besetzt. Wir haben eine Lüftungsanlage, die reine Frischluft bringt und dabei eine Wärmerückgewinnung hat. Und die Glasfassade hatte ich gerade schon angesprochen. Jeder, der heute große Glasfassaden baut, wird unweigerlich mit der Frage konfrontiert, wie gestalte ich meinen sommerlichen Wärmeschutz bzw. wie gestalte ich den Sonnenschutz? Bitte die nächste Folie. Wir haben an der Stelle verschiedene Systeme verglichen. Dabei das bekannteste System ist mit Sicherheit der außenliegende bewegliche Sonnenschutz, diese RAF-Stores, die Sie sicherlich kennen. Alternativ dazu gibt es auch starren Sonnenschutz auf außenliegend. Es gibt einen innenliegenden Sonnenschutz. Man kann den Sonnenschutz im Scheibenzwischenraum realisieren, auch hier entweder beweglich oder starr. Oder eben die Variante, für die wir uns jetzt entschieden haben, eine Flüssigkristallfassade. Das bedeutet, im Scheibenzwischenraum ist eine dünne Schicht mit Flüssigkristallen, wie Sie es auch aus Ihrem Smartphone oder Tablet oder Bildschirm kennen. Diese Flüssigkristalle sind im spannungsfreien Zustand ungerichtet. Das bedeutet, die Fassade erscheint blau,
In unserem Fall sind auch andere Farben möglich und dadurch wird ein Teil der Sonneneinstrahlung reduziert, die durch die Scheibe durchgelassen wird in den Innenraum. Ich werde gleich noch mal Näheres dazu sagen. Wir hatten verschiedene Kriterien, die für uns relevant waren, die wir verglichen haben. Der Sonnenschutz an sich natürlich als wichtigstes Kriterium. Weiterhin war uns wichtig, auch eine gute Belichtung für die Arbeitsplätze zu realisieren, beziehungsweise auch eine gute Durchsicht von innen nach außen zu realisieren. Das Design oder die Architektur, ganz klar bei dem Entwurf, der, denke ich, für sich spricht, ist auch ein wichtiges Kriterium. Wartung, wie komme ich an den Sonnenschutz dran und wie oft muss das gewartet werden? Investitions- und Unterhaltskosten sind natürlich auch nicht zu vernachlässigen und dann entsprechend auch die Umschaltzeit. Wie schnell schaltet dieses System um von einem Sonnenschutz zu, es ist wieder klar oder bei der außenliegenden Sonnenschutz, wie schnell ist es geöffnet? Und die Flüssigkristallfassade war für uns an der Stelle das System, was abgesehen von den Kosten, die an den anderen Systemen in allen Punkten überlegen war. Bitte die nächste Folie. Ich möchte Ihnen hier an dieser Folie kurz zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und ein Video oder ein Bild sagt einfach mehr als Worte. Sie sehen in dem oberen Video den Blick von innen nach außen und das linke Glas schaltet hier von dunkel nach hell. Und in dem unteren Video sehen Sie das Ganze von außen auch nochmal, wie das wirkt. Die Linien, die Sie auf den Fenstern sehen, sind nicht etwa technisch erforderlich, sondern sind unser Beitrag, auch einen Vogelschutz zu leisten. Denn der Vogelschlag an Fassaden ist ein großes Problem und deshalb haben wir eine Bedruckung auf der Außenseite gewählt und können so den Vogelschlag um über 90% reduzieren. Das Glas schaltet innerhalb von weniger als einer Sekunde, kann das umschalten. Wir haben es hier verlangsamt dargestellt, damit es besser sichtbar ist. Ich hatte vorher gesprochen, wenn wir eine Spannung anlegen, werden die Flüssigkristalle gerichtet und das Glas scheint klar, wie oben jetzt auf dem rechten Glas. Wenn wir das ganze Gebäude schalten, benötigt das ungefähr 1000 Watt je Cube, wobei niemals das ganze Gebäude geschalten ist. Dazu komme ich gleich noch. Wenn das Glas dunkel ist, schaffen wir es, 89% der Strahlungsenergie der Sonne aus dem Gebäude draußen zu halten und somit unseren Wärmeeintrag im Sommer und damit den Kühlbedarf massiv zu reduzieren. Wir haben hervorragende Wärmeleitfähigkeit. Das bedeutet, wenig Wärme wird auch von außen nach innen oder im Winter umgekehrt geleitet. Aufgrund der Nähe zur Autobahn, die Sie hier auch sehen, hatten wir hohe Anforderungen an den Schallschutz, die wir auch entsprechend realisiert haben. Das Produkt ist von der Firma Merck entwickelt worden, beziehungsweise die kamen aus der Display-Technologie und haben das übertragen auf die Fenster. Und die FC-Gruppe hat hier das Ingenieur-Know-how, was im Baubereich uns einfach vorliegt, dazugebracht. Und wir sind eine gemeinsame Entwicklungskooperation mit der Firma Merck eingegangen und haben dort als erstes Gebäude weltweit jetzt diese Flüssigkristallfassade entsprechend realisiert. Entwickelt haben wir dazu eine intelligente Steuerung der Fassade. Das bedeutet, wir schalten die Fassaden seiten- und geschossweise. Wenn jetzt die Sonne im Süden auf die Fassade scheint und wir sind im Kühlfall, dann wird die Südfassade dunkel. Alle anderen Fassaden brauchen wir nicht verdunkeln. Dort haben wir keine Sonneneinstrahlung, die bleiben hell. Wir haben Lichts- und Sonnenstandssensoren auf dem Dach aufgebracht, die uns eben anzeigen, wie der Stand ist, wo wir jetzt welche Fassade schalten müssen. Und abhängig vom Heiz- oder Kühlfall wird dann geregelt, wollen wir die Fassade klar haben oder nicht. Sind wir im Heizfall, wollen wir natürlich die solaren Energien nutzen und lassen auch beim Sonnenschein die Fassade entsprechend klar geschaltet. Wenn wir im Kühlfall sind, versuchen wir so viel wie möglich draußen zu halten und schalten dunkel. Damit es möglich ist, haben wir auf der Innenseite an den Arbeitsplätzen auch noch einen innenliegenden Blendschutz realisiert. Bitte die nächste Folie. Hier wie nochmal dargestellt, der FC Campus. Hier haben wir innovative Technologien aus der Smartphone- und Tablet-Industrie, aus der Display-Technologie übertragen in die Baubranche und haben damit einen großen Anteil dazu beigetragen, dass wir hier unsere Kühlleistung im Sommer reduzieren können und im Winter die solaren Energien trotzdem noch nutzen können. Herzlichen Dank.
Ja, Herr Mark, vielen herzlichen Dank für diesen spannenden Eindruck. Und ich sehe, es lässt sich auf jeden Fall Design, Nachhaltigkeit und Innovation miteinander verbinden. Und auch schön, auch der Gründer und Geschäftsführer von FC Verwaltung GmbH ist schon mit dabei, Herr Ulrich Kraus. Das war jetzt gerade hier nochmal der Namensverhänger. Und ich freue mich, dass Sie nachher in der Talkrunde mit dabei sind, dann auch Herr Kraus. Ja. Über sein persönliches Interesse zum Thema Ökostrom wollte er schauen, wie lässt sich das denn in ein großes Unternehmen übertragen. Das war seine Motivation. Wie sich das Thema Nachhaltigkeit und tatsächlich die Motivation, was zu verändern in einem großen Unternehmen wie bei Thermo Fisher Scientific entsprechend umsetzen lässt, was gelungen ist, das erfahren wir im nächsten Vortrag. Er ist Teamleader Procurement and Supply Chain Planning und herzlich willkommen, Herr Wolfgang Steinberg. Ja, einen guten Morgen an die Teilnehmer des Karlsruher Energiekongresses. Wie gesagt, mein Name ist Wolfgang Steinberg von der Thermo Fisher Scientific in Karlsruhe. Ich bin Teamleiter im Fachbereich Procurement und Supply Chain sowie auch Leiter des Karlsruher Green Committees, einem Arbeitskreis, der sich um Nachhaltigkeit an unserem Standort kümmert. In den nächsten Minuten werde ich Ihnen unsere Motivation des Unternehmens und der Mitarbeiter erläutern, warum wir uns für das Thema Nachhaltigkeit engagieren. Der Kern hierfür liegt bereits in unserer Firmenmission begründet. Weiter. Wir sind stolz auf unsere Mission. Wir ermöglichen unseren Kunden, die Welt gesünder, sauberer und sicherer zu machen. Weiter. Mit diesem Anspruch treten wir in Karlsruhe auch gegenüber uns selbst an und haben uns überlegt, wie wir Nachhaltigkeitsdenken und daraus abgeleitete Maßnahmen am besten in das Unternehmen tragen. Hier stehen vier Maßnahmen im Vordergrund. Erstens die Suche nach freiwilligen Mitarbeitern aus den Fachabteilungen, welche sich um die Steuerung der Themeninhalte kümmern. Die Aufnahme der Geschäftsführung in das Team ist für uns auch sehr wichtig. Hierbei soll allerdings die Geschäftsführung nur unterstützend und nicht führend im Vordergrund stehen. Auf die Weise schaffen wir eine Akzeptanz bei Mitarbeitern, haben auch gleichzeitig den Zugang zur Geschäftsführung bei der Umsetzung von Maßnahmen und auch die Bewilligung von Budgets. Mit der Anschaffung eines Greenboards, einer Schautafel für unsere Arbeit, ermöglichen wir unsere Arbeit gegenüber Mitarbeitern am Standort transparent zu machen. Dort ist auch der Briefkasten für unser ökologisches Vorschlagwesen angebracht. Die Anregungen der Mitarbeiter besprechen wir regelmäßig in unseren Green Committee Meetings. Weiter bitte. Welche Projekte konnten wir erfolgreich umsetzen? Ich möchte an der Stelle jetzt nicht auf alle hier genannten Projekte eingehen, sondern nur einzelne hervorheben. Zwei kleine Projekte, die auf Initiativen von Mitarbeitern auch umgesetzt worden sind, sind zum einen die Zeitschaltuhren für Kaffeeautomaten, die wir eingeführt haben. Hierdurch lässt sich überflüssiger Stromverbrauch an Wochenenden vermeiden. Eine zweite Maßnahme ist die Nutzung eines Fahrradkuriers. Unser Standort hat in der Vergangenheit Proben zur Analyse mit Paketdienstleistern verschickt. Durch die Nutzung von Fahrradkuriers sind wir schneller, günstiger und vor allem nachhaltiger geworden. Die Nutzung von Ökostrom mit der Einführung eines Kennzahlensystems für den CO2-Verbrauch ist unser erfolgreichstes Projekt, welches ich gerne etwas genauer ausführen möchte. Weiter. Ab Juli 2019 bezieht unser Standort nur noch Ökostrom. Hier stellt sich die Frage, warum ein Unternehmen trotz geringfügig höherer Stromkosten auf Ökostrom umsteigt. Zum einen ist hier die ausgeglichene CO2-Bilanz für Strom zu nennen. Aber wir steigern auch die Attraktivität für unseres Unternehmens für Kunden, Bewerber und Investoren. Als börsennotiertes Unternehmen ist das für uns von besonderer Bedeutung. Nachhaltiges Wirtschaften wird bei Kunden auch häufig in Bewertungsmetriken festgehalten und ist zunehmend die Voraussetzung für neue Geschäftsbeziehungen bzw. die Ausweitung des bestehenden Geschäfts. Nachhaltiges Wirtschaften ist zudem ein Beleg, ob ein Unternehmen seiner sozialen Verantwortung gerecht wird. Weiter. Wie machen sich die Maßnahmen am Standort Karlsruhe bemerkbar? Jetzt ist leider die Folie etwas oben abgeschnitten.
Hier konzentrieren wir uns vor allem auf drei Faktoren. Das einmal ist Poolfahrzeuge und Geschäftswagen, Stromverbrauch und Gas. Wir im Bereich Poolfahrzeuge und Geschäftswagen, die bei uns ausschließlich mit Diesel betrieben werden, in den letzten Jahren ein leichter Rückgang festzustellen ist, der im Wesentlichen auf die Erneuerung der Fahrzeugflotte zurückzuführen ist, sehen wir in 2020 den Corona-Effekt. Dort ist auch tatsächlich weniger von den Mitarbeitern gefahren worden. Im Bereich Strom haben wir noch 2016 einen Verbrauch in Karlsruhe von über 500 Tonnen CO2 gehabt, der mittlerweile auf null zurückgefahren werden konnte. Im Bereich Gas haben wir über die Jahre hinweg trotz einer sehr stabilen Produktionsauslastung auch Einsparungen erzielt, was wir im Wesentlichen auf geändertes Heizverhalten sowie punktuelle Dämmmaßnahmen zurückführen. In Summe konnten wir dadurch unseren Stromverbrauch in Karlsruhe um fast zwei Drittel in den letzten 5 Jahren reduzieren. Das Projekt hat auch einen so großen Anklang gefunden, dass wir die Möglichkeiten hatten, als Karlsruher Green Team es den Geschäftsstellenleiter anderer deutscher Thermo Fisher Scientific Standorte vorzustellen. Es wurde unterstützt und mit massiver Unterstützung unseres Standortes konnten wir mittlerweile deutschlandweit Ökostrom für alle deutschen Thermostandorte einführen. Das bringt eine Ersparnis von jährlich ca. 10.000 Tonnen CO2. Gemessen am weltweiten CO2-Konsum ist das nicht viel. Es ist von unseren Mitarbeitern und dem Unternehmen jedoch ein kleiner Beitrag, ein großes Ziel zu erreichen. Weiter. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Herr Steinberg, vielen herzlichen Dank für Ihre Impulse. Und es ist richtig, so wie Sie es gesagt haben, jeder kleine Tropfen ist wirklich ein wichtiger Beitrag, um Klimaschutz und Nachhaltigkeit unterstützen zu können. Und toll, was Sie dann auch in Ihrem Unternehmen erreicht haben. Ja, das waren jetzt die ersten 4 Vorträge aus dem Bereich Unternehmen. Und wir hatten Sie ja auch eingeladen, die Möglichkeit entsprechend Fragen zu stellen über den Chat an die 4 Referenten, um wie gesagt nochmal miteinander in die Diskussion zu gehen und auch konkrete Impulse zu bekommen. Und das möchte ich jetzt natürlich gerne machen und lade natürlich neben Herrn Steinberg nochmal die weiteren Akteure hier mit auf die Bühne, Herrn Dr. Peter Fritsch, Herrn Lothar Keck und Herrn Ulrich Kraus bzw. Herrn Mack. Und wie gesagt, Sie sehen hier die Akteure noch mal zugeschaltet. Und deswegen, ich drehe mich jetzt immer mal wieder um, auch dass ich hier meine Akteure auch mit im Blick behalte. Vielleicht ganz kurz vorweg, bevor wir auf die Fragen eingehen, weil über den Chat kam mehrmals die Frage, ob denn der Videostream veröffentlicht wird. Ja, das wird entsprechend veröffentlicht. Zum anderen werden auch Antworten auf Facebook gegeben. Das heißt also da auch immer mal wieder auf die Seite von Focus Energie schauen und da finden Sie entsprechende Antwort auch schon zu den Fragen. Und zum anderen auch, sollte ich nochmal starten, auch hier im Chat, weil es so ein tolles Angebot ist, von der IHK Karlsruhe nochmal auf die Energiescouts hinweisen. Und auch da informieren Sie sich nochmal. Es ist wirklich ein tolles Projekt der IHK Karlsruhe und nutzen Sie die entsprechende Gelegenheit dann auch. Ja, das vielleicht vorweg und ich möchte gerne jetzt wie gesagt noch mal mit meinen Akteuren hier ins Gespräch gehen und ich möchte gerne noch mal zu Herrn Dr. Fritsch die erste Frage geben, weil Sie haben ja gesagt, neue Geschäftsmodelle, die jetzt im Rahmen der Kreislaufwirtschaft sich ergeben, sind wirtschaftlicher als so die linearen Geschäftsmodelle, die man bis jetzt gekannt hat. Woran machen Sie das fest, dass es wirtschaftlich attraktiver ist, sich hier auf die neue Kreislaufwirtschaft einzulassen? Können Sie es an einem konkreten Beispiel auch geben? Jetzt hören wir Sie leider noch nicht. Wir sind entweder noch gemutet oder ich höre zumindest hier keinen Ton im Studio. Wie gesagt, ich glaube, Ihr Mikrofon jetzt? Ist... Jetzt höre ich Sie. Ah, ja, perfekt. Okay. Also, es lag an mir, ich hatte es, glaube ich, nicht eingeschaltet. Also, die Frage lässt sich so einfach nicht beantworten, weil wir in Deutschland noch eigentlich nicht wirklich Unternehmen haben, die in dem Thema Kreislaufwirtschaft unterwegs sind. Und ich möchte hier abgrenzen, ich rede nicht von Recycling. Das ist ein anderes Modell mit Downcycling von Materialien und Kreislaufwirtschaft ist ein relativ neues Modell. Wir haben zusammen mit dem Institut für Ressourceneffizienz ein Kalkulationswerkzeug generiert, womit wir mittlerweile, glaube ich, 4 aktuell arbeitende Unternehmen analysiert und ausgewertet haben. Und dieses Kalkulationswerkzeug erlaubt, bis zu 20 Jahren heute in die Zukunft zu
ranzugehen und Planungsspiele im Grunde genommen abzubilden und auszuprobieren, neue Geschäftsmodelle einzugeben und zu gucken, wie es funktioniert. Der große Denkfehler, den viele machen, ist, dass wir mit dem Rohstoff, was wir heute aus der Erde rausholen, quasi gebunden sind. Und man meint, dass wenn ich einen anderen Weg gehe, ich mehr Energie brauche und letztendlich auch, dass alles teurer ist. Das ist ganz großer Unsinn. Denken Sie bitte mal an Aluminium. 5% der Energie brauche ich für gebrauchtes Aluminium, um es wieder zu einem Produkt zu machen, im Vergleich zu Rohaluminium, was aus der Erde, zum Beispiel Bauxit, gewonnen wird. Okay. Das sind viele Aspekte, die da zum Tragen kommen. Und dieses Modell zeigt eindeutig, dass wir hier eine komplette Veränderung in unserer industriellen Landschaft und unserer Handelslandschaft letztendlich bekommen, Logistiklandschaft, die ganz neue Ansätze auch erfordern, die wir heute noch nicht alle kennen. Natürlich, wir können nur modellhaft teilweise generieren, aber im Endeffekt ist es, dass unterm Strich eigentlich, wenn die Leute rechtzeitig mit dem Thema anfangen, es keine Verlierer geben kann, sondern einfach nur Unternehmen, die eigentlich unterm Strich, das darf man gegenüber dem Verbraucher ja eigentlich gar nicht sagen, mehr Gewinn machen werden wie heute. Okay, das heißt also, es braucht auf der einen Seite natürlich noch Erfahrungswert, aber trotzdem, es lohnt sich, frühzeitig auf jeden Fall mit dabei zu sein. Es ist ja ein Muss. Ja, ein Muss, okay. Vielen herzlichen Dank, ja, Herr Professor Fritsch, schon mal für die Antwort. Dann möchte ich eine Frage jetzt weiter aus dem Chat mit aufgreifen an Herrn Mack beziehungsweise vielleicht auch Herrn Kraus, je nachdem, wer von Ihnen beiden die Frage beantwortet. Frage lautet, gibt es Erfahrungswerte zur Verteilung der dunklen und hellen Schaltung über der Zeit? Lichtdurchlässig bedeutet Spannung anlegen. Wie hoch ist der dafür benötigte Stromverbrauch? Also erstmal Frage 1, Erfahrungswert der Verteilung der dunklen und hellen Schaltung über die Zeit. Ja, vielen Dank für die Frage. Hier muss man dazu sagen, wir sind natürlich in einem Pilotprojekt. Wir haben uns ganz bewusst auf diesen Weg begeben, eben diese Erfahrungswerte zu evaluieren. Die Erfahrung zeigt, dass der Stromverbrauch der geschalteten Fassaden nicht höher ist als ein beweglicher Sonnenschutz, den wir klassisch normalerweise von anderen Fassaden, die eben vor der Scheibe fahren, mit den Motoren angetrieben wird, dann letztendlich vergleichbar ist. Grundsätzlich regeln wir die Gläser auch so, wenn es außen dunkel ist, sind die Gläser auch dunkel, um dort eben keinen Stromverbrauch zu haben. Und wenn wir jetzt ein ganzes Gebäude hell schalten würden, wären wir für das ganze Gebäude bei 1000 Watt, wobei maximal immer 1 bis 2 Himmelsrichtungen quasi hell geschaltet sind und auch immer nur dann, wenn die Sonne drauf fällt. Okay, also man sieht, es wird auch hier entsprechend effizient gesteuert, dass wirklich dann auch die Technologie nur zum Einsatz kommt, wenn sie entsprechend benötigt wird. Genau. Eine Frage in dem Zusammenhang natürlich noch ist, wenn wir Nachhaltigkeit so über den gesamten Prozess betrachten, dann ist ja die Frage, die Flüssigkristalle müssen ja auch irgendwie hergestellt werden. Wie nachhaltig ist das über den gesamten Kreislauf denn vielleicht auch wieder betrachtet, die Lösung? Also insgesamt ist das muss vergleichbar mit einer Display-Technologie. Die Firma Merck ist da Marktführer in diesem Bereich und forscht natürlich auch in einer energieeffizienten Produktion dieser Gläser. Es ist ein physikalischer Prozess, das heißt, der nutzt sich definitiv nicht ab und wir rechnen damit, dass wir über viele Jahre und wir hoffen natürlich über viele Jahrzehnte mit diesen Gläsern aktiv arbeiten können. Und dann wären wir wieder in dieser Kreislaufwirtschaft, dass wir sagen, wir möchten für die Zukunft investieren und wir möchten über viele Jahre mit einem Produkt den Zweck erfüllen, wofür es ursprünglich dann auch geschaffen wurde. Okay, das heißt also auch da möglichst langlebiger Einsatz auch dann der Technologien, um wirklich Gesamtnachhaltigkeit nachhaltig zu sein. Genau, das war der Anspruch und das schaffen wir mit dieser Display-Technologie, die sich im Betrieb nicht abnutzt. Okay, ja, vielen Dank auch schon mal für diese Informationen dazu. Dann möchte ich gerne noch mal zu dem Vortrag von Herrn Keck kommen auch, weil Sie haben ja aufgezeigt, auch Herr Keck, dass je nachdem, wie ich meine entsprechenden Spitzen, meine Lasten verlagere, ja wirklich entsprechend Einsparpotenziale erzielt werden können. Auf was muss ich denn da noch mal gesondert achten aus Ihrer Sicht, wenn es um das Thema ja Lastverschiebung geht? Können Sie das noch mal konkretisieren? Also Lastverschiebung geht relativ einfach, wenn ich thermische Prozesse habe, weil thermische Prozesse sind träge. Also ich habe vorhin auch ein kurzes Beispiel genannt von
Ich gehe gerne in die Küche, weil das kennt jeder. Da gibt es einen Heißluftherd, der sich immer so in Intervallen ein- und ausschaltet. Oder eben auch den Kühlschrank, wo es ums Kühlen Prozesse geht, wo er sich ein- und ausschaltet in Intervallen. Und das sind hervorragende Prozesse, die man wunderbar schalten kann über eine zentrale Steuerung. Und die gibt es in vielen Industriebetrieben, in der Industrie, in der Lebensmittelindustrie, in der Logistik. Und da haben wir tatsächlich die Situation, dass man da überhaupt keinen Einfluss merkt, sondern die Intervalle werden einfach, wenn es notwendig ist, getaktet wird und man muss einfach das mal sehen, wir machen als solche Lastgangsanalysen, um dem Kunden im Vorfeld mal zu zeigen, welches Potenzial man sieht und es sind tatsächlich so, im Jahr sind es vielleicht 5-6 Mal, wo ein System wirklich massiv eingreifen muss und wenn man dann sieht, dass ich 50.000 Euro durch diese kleinen Eingriffe auch einspare und es sich im Sekunden maximal im 5-Minuten-Bereich bewegt, haben sie keinerlei Einfluss auf die Produktion, aber massiven Einfluss auf ihre Energiekosten, die sinken. Was sind denn vielleicht aber auch so Bedenken, die Sie auf Kundenseite auch hören? Weil es heißt, ich muss irgendwas verschieben, so wie Sie vorhin gesagt haben, nicht, dass mein Licht ausbleibt oder meine Anlage stehen bleibt. Genau. Was sind denn so die Klassiker? Genau, deswegen sage ich es auch bewusst, bei vielen, die das Thema wirklich kennen, sagen, ja, die greifen in die Prozesse ein und dann habe ich die Probleme in der Produktion. Genau das ist eben nicht so, weil wir können, also so ein Industriebetrieb hat 300 Anlagen, 400 Anlagen, 500 Anlagen und wir können im Vorfeld schon durch eine Analyse zeigen, da ist genügend Potenzial an kleine Anlagen, an die man gar nicht denkt oder an Heizprozesse, an die man gar nicht denkt, die man locker hin und her schieben kann und eben tatsächlich im Schnitt immer auf die 20% Reduzierung kommt. Das wird auch nachgewiesen und das sind so die typischen Bedenken. Wenn es noch stärker sein soll, wir haben auch die Möglichkeit, wenn der Kunde selber schon PV auf dem Dach hat, BRKW betreibt, also Eigenerzeugung hat, oder wir haben auch die Möglichkeit, Batterien auch mit einzusetzen, auch ein Thema, da kommen wir sogar noch tiefer. Und wenn ich eine Batterie einsetze oder wenn ich dann in diesen Lastspitzen, was ja nur wenige Minuten sind, wenn ich dann sogar noch eine Photovoltaik für die Eigennutzung dazu schalte oder eine Batterie nutze, dann merken Sie überhaupt nichts im Prozess. Da können Sie eher den Prozess noch stärker fahren wie früher. Mhm. Kleiner Hinweis noch an der Stelle. Viele wollen momentan ihre Anlagen erweitern oder große Ladesäulen hinstellen und nochmal eine große Schnellladesäule sind 150 kW. Wenn Sie 4 Autos laden wollen, sind wir da bei 600 kW. Viele können es nicht, weil der Netzanschluss nicht reicht. Mit einem Lastmanagement kann man Anlagen erweitern, auch wenn der Netzanschluss begrenzt ist. Okay, also es ist auf jeden Fall viele Möglichkeiten, die sich in den Unternehmen bieten, da entsprechend Einsparpotenziale zu erzielen. Und ich möchte noch weitergehen zu unserem nächsten Redner, weil hier haben wir auch noch eine Frage. Weil Herr Steinberg, Sie haben ja aufgezeigt, wirklich, wenn man dranbleibt, wenn man mit persönlichem Engagement sich einsetzt, lässt sich vieles auch in großen Unternehmen bewegen. Was war denn aber vielleicht auch so ein paar Herausforderungen, mit denen Sie zu kämpfen hatten bei Thermo Fisher Scientific? Natürlich. Erstmal haben wir natürlich kein direktes Budget gehabt, um so eine Maßnahme umzusetzen. In dem Fall habe ich den Vorteil gehabt, mein Geschäftsstellenleiter war dieser Thematik sehr offen gegenüber. Wir haben auch eine offene Unternehmenskultur und er ist selbst auch Mitglied in dem Green Committee und unterstützt unsere Maßnahmen. Insofern, die Investments für die Angelegenheiten waren überschaubar und insofern konnte ich auch mit ein bisschen Glück über eine frühere Chefin dieses Thema in Karlsruhe einsteuern. Was natürlich auch sehr gut war, dass mein Geschäftsstellenleiter einen sehr guten Zugang zu den anderen Standorten hatte und mir die Möglichkeit eröffnet hat, dort mal in einem Manager-Meeting vorzusprechen und es dort einfach Leute gab, die der Thematik offen gegenüberstanden. Das ist natürlich ein Muss in dem Augenblick, in dem es nur noch Bedenken gibt, dass man sowas nicht einführen kann, dass es zu teuer wird, dann ist es sehr schwer. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir eine ganz, ganz tolle Mission. Das ist einfach, dass wir unseren Kunden die Möglichkeit geben, die Welt gesünder, sauberer und sicherer zu machen. Und letztendlich ist das auch intern ein gutes Argument, damit zu argumentieren, wenn wir es unseren Kunden ermöglichen, dann sollten wir auch selber Vorreiter sein, sowas umzusetzen. Und es ist letztendlich der Beginn eines Prozesses. Das entwickelt sich letztendlich auch. Wir haben ganz, ganz klein angefangen. Man sieht es ja auch bei manchen Projekten für uns. Die sind relativ selbstverständlich, dass man sie umsetzen kann. Das muss halt nur jemand machen. Aber das heißt, ich habe
also zum Beispiel, genau, dass man Papier umstellt auf Recyclingpapier. Dafür brauchen wir jetzt nicht großes Know-how. Da muss es Mitarbeiter geben, die einfach mal sagen, Chef, machst du mal mit. dann hat man sowas umgesetzt. Okay, und so hat sich das halt ein bisschen entwickelt. Mhm. Letztendlich, es war mein persönlicher Ehrgeiz, aber wir haben es auch intern oder ja im Konzern kommuniziert. Es gibt also auch in Amerika eine Einheit, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt, haben es dort präsentiert. Das ist auch jetzt noch im Gang. Und auf die Weise bilden wir gerade Netzwerke auch weltweit aus. Und der Konzern entwickelt sich auch immer mehr in die Richtung, dass man die Thematiken aktiver angeht. Es wird auch personell mittlerweile ein bisschen aufgerüstet in diesem Bereich, das heißt, sodass es vielleicht eine spannende Geschichte für die Zukunft wird. Definitiv. Und es ist auch schön, Sie haben gesagt, Netzwerken, das heißt auf jeden Fall auch das Wissen weitertragen, Wissen teilen an der Stelle, so wie was wir heute auch beim Energiekongress machen. Von daher vielen Dank. Und wie gesagt, es ist nicht nur Glück, sondern wirklich auch persönliches Engagement. Das zeigt, dass man da vieles bewegen kann. Von daher vielen Dank. Und ich habe noch eine weitere Frage aus dem Chat, die ich gerne aufgreifen möchte. Die geht an Herrn Dr. Fritsch nochmal zum Thema Kreislaufwirtschaft. Weil welche Wirtschaftlichkeit ist denn bei der Kreislaufwirtschaft gegeben, weil es doch sehr abhängig vom CO2-Preis auch ist? Wie ist da Ihre Einschätzung? Also ehrlich gesagt verstehe ich die Frage jetzt nicht ganz. Die Frage ist, wie misst man denn Wirtschaftlichkeit? Über den Gewinn ist eigentlich aus der Betriebswirtschaft die einzige Größe. Und dadurch, dass diese einzelnen Geschäftsfelder ja aus verschiedenen Elementen bestehen, ist es auch in jedem Geschäftsfeld im Grunde genommen ein Paket anderer Elemente, die letztendlich zur Wirtschaftlichkeit führen. Mhm. Da wir heute davon ausgehen können, dass das Thema Kreislaufwirtschaft von einem Einzelunternehmen nicht alleine gestemmt werden kann, muss man immer von Verbünden, von, sag ich mal, so Art Produktwegen mit Logistik, mit Hersteller, mit Unterlieferanten, mit Kunden, mit Handel, und was weiß ich was ausgehen. Und ich denke, dass in jedem einzelnen Element genügend Spielraum da ist, um ausreichend oder sogar mehr Gewinne zu machen, teilweise wie heute. Okay. Das Erarbeiten geht aber nur im Zusammenspiel und daraus resultiert im Grunde genommen nachher dann das Maß der Wirtschaftlichkeit. Keine Ahnung, ob ich jetzt Ihre Frage damit beantwortet habe, weil sie war in meinen Augen etwas diffus. Okay, ich persönlich kann es leider auch nicht beantworten, weil es, wie gesagt, die Frage aus dem Chat von einem Zuschauer oder einer Zuschauerin war. Aber vielen herzlichen Dank für Ihre Erklärung. An alle vier bzw. fünf auch ganz herzlichen Dank auch nochmal für diese Eindrücke und Diskussionen nach Ihren Vorträgen. Ich denke, Sie stehen auch zu Netzwerken weiter auch noch zur Verfügung, vielleicht auch im virtuellen Netzwerkraum nachher, was wir dann auch nochmal die Möglichkeit haben ab 10.45 Uhr. Und von daher schon mal Ihnen allen herzlichen Dank für Ihre Anregungen und Impulse. Ja, und dann auch nochmal als Nachgang, als Ergänzung zum Stream. Sie finden den im Replay, das vielleicht nochmal als Schlagwort. Und dort finden Sie auch die Folien, die hier gezeigt werden. Also Sie können sich auf jeden Fall alles nochmal in Ruhe entsprechend anschauen. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das waren die ersten vier Vorträge im Bereich Unternehmen. Und wir kommen nun zu den nächsten drei Vorträgen. Auch da haben Sie wieder die Chance, Fragen zu stellen über den Chat. Den Chat finden Sie, ja, wie schon wahrscheinlich gelernt, unter dem Livestream-Fenster. Ja, und wir starten nun mit unserer zweiten Runde da mit dem ersten Vortrag. Weil unsere nächste Referentin sagt, man findet dann einen Zugang zum Thema, wenn man irgendwie persönlich davon berührt und angesprochen wird. Berührend tut sie persönlich das Verschwinden, das der unberührten Natur und der unberührten Lebensweisen. Aber auf der anderen Seite weckt auch Begeisterung, nämlich das Wissen, dass wir mit unserem heutigen Handeln einen positiven Effekt auf das Leben zukünftiger Generationen auch haben. Wie Unternehmen in 7 Schritten zur Klimaneutralität gekommen können, das erfahren Sie, wie gesagt, in unserem nächsten Vortrag. Sie ist Vorständin der Unternehmerinitiative Verantwortung GAG. Und herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, Alice Knorz. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Es freut mich auch sehr, heute dabei zu sein.
Und ich bin da, um ganz einfach in 7 Schritten aufzuzeigen, wie Klimaneutralität für kleine und mittelständische Unternehmen möglich ist. Und warum? Weil wir glauben, dass ein ganz wichtiger Beitrag zu dem großen Ziel, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, das ist, dass wir uns als Unternehmen klimaneutral stellen. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, sich nachhaltig zu verhalten. Und es ist gar nicht so schwer, wie wir alle denken. Und wir haben dieses Projekt gestartet. Das machen wir ja als Verantwortung. Wir sind eine gemeinnützige AG. Wir starten Projekte rund um das Thema, dass wir uns stark machen für nachhaltiges Wirtschaften. Und dieses Projekt Klimaneutralität für kleine und mittelständische Unternehmen in der Technologieregion Karlsruhe ist ein Schlüsselprojekt im Rahmen von dem RegioWin-Wettbewerb, welches die Technologieregion jetzt auch sehr gut gewonnen hat im letzten Monat. Also, weiter. Oft wird gefragt, und deswegen sind wir zu diesem Punkt gekommen, zu diesem Projekt, warum es nötig ist. Was muss ich eigentlich tun? Wie kann ich mich nachhaltig verhalten als Unternehmen? Was wäre denn eigentlich mein erster Schritt? Und viele sind manchmal, wenn man sich erstmal mit diesem ganzen Thema Energieeffizienz, Kreislaufwirtschaft, Solarenergie, also wir haben es ja in den vorherigen Beiträgen gehört, wie tiefgreifend und breit dieses Thema ist, werden manche Unternehmen, die sich eigentlich mit ihren Ressourcen und Zeit eigentlich mit ihrem eigentlichen Business beschäftigen müssen, können sich gar nicht die Zeit nehmen, um sich da so reinzufuchsen. Ja? Und wir wollten eine Hilfestellung bieten, wie man sehr leicht und niederschwellig zu diesem Thema kommt, also ganz praktisch und mit klaren Vorgaben, Handlungsmaßnahmen, wie kann ich mein Unternehmen klimaneutral stellen. Und das geht eigentlich viel einfacher als gedacht. Weiter. Es sind diese 3 Maßnahmen, die maßgeblich sind: messen, vermeiden, kompensieren. Also wenn man sich an diesen 3 Säulen entlanghangelt, kommt man sehr schnell in 7 Schritten dorthin, wo Sie sich einfach nachhaltiger aufstellen können und Ihren Beitrag zu diesem 1,5-Grad-Ziel leisten können. Weiter. Ich werde jetzt sehr kurz diese 7 Schritte streifen. Wir haben ja nicht so viel Zeit, es sind viele Beiträge heute. Ich empfehle Ihnen einfach sofort diesen Leitfaden zu downloaden. Der ist sehr ausführlich, diese Schritte sind sehr ausführlich, auf 20 Seiten beschrieben. Wir geben hier sehr hilfreiche Links zu weiterer Hilfe, zu Fördermöglichkeiten, zu Vernetzungsmöglichkeiten. Also alles, was Sie in der Technologieregion Karlsruhe eigentlich in Anspruch nehmen können, das stellen wir Ihnen hier dar. Und über die Technologieregion Karlsruhe hinaus und über Baden-Württemberg hinaus haben wir auch versucht, Angebote aufzuzeigen, die in ganz Deutschland relevant sind. Also das Erste, was ganz wichtig ist, ist einfach mal die Ist-Situation festzustellen. Wie viel CO2 pusten wir denn eigentlich in die Luft? Was ist unser Energieverbrauch? Was ist unser Heizverbrauch? Das geht tatsächlich ganz einfach, indem man weiter sich bei den KEF-Moderatoren meldet. Das ist ein ganz tolles Förderprogramm des Landes Baden-Württemberg. Das ist ein kostenloser KEF-Check für Unternehmen. Die helfen Ihnen einfach erstmal diese erste Bestandsmessung vorzunehmen. Also was ist unsere CO2-Bilanz, was sind mögliche Energieeffizienzmaßnahmen, welche Fördermöglichkeiten gibt es und auch, falls wir in einem Bereich tiefer einsteigen müssen, welche Berater können uns dabei helfen und welche Fördermöglichkeiten gibt es da auch, zum Beispiel Anlageninvestitionen zu erneuern oder so. Es gibt auch, so in Karlsruhe und Technologieregion Karlsruhe, auch in Deutschland gibt es weiter die Möglichkeit, das auch über die IHK zu machen. Die geben auch eine kostenlose Erstberatung, die rund um das Thema Klimaschutz im Unternehmen und CO2-Bilanzierung sich dreht. Weiter. So, jetzt sind wir in dem großen Bereich der Vermeidung. Und das ist ein sehr wichtiger Bereich. Dafür sollten Sie sich einfach Zeit nehmen. Denn wenn Sie es noch nicht schon gemacht haben, sollten Sie erstmal auf erneuerbaren Energien umsteigen. Das ist der erste Schritt, Quick Win, also wie komme ich sehr schnell Richtung Klimaneutralität. Das nächste Thema wäre natürlich, meine Heizung anzuschauen. Wie wärmen wir? Sind wir bei Fernwärme? Haben wir Holzpellets? Das alles, darauf gehen wir ein in diesem Leitfaden im Detail. Wichtig ist auch, ist mein Ökostrom gut oder nicht? Ja, weiter. Da gibt es nämlich große Unterschiede, das werden Sie lesen. Ein wichtiger Schritt, den ich Ihnen ans Herz legen möchte, ist es,
es ist natürlich leicht zu sagen, okay, ich rufe jetzt natürlich bei Firma XY an und stelle meinen Strom um. Das dauert tatsächlich gerade mal 5 Minuten. Also das geht sehr schnell. Aber wenn das jeder in Deutschland macht, werden wir sehr schnell erfahren, dass nicht jeder an Ökostrom rankommt. Also wir können noch nicht den ganzen Strom in Deutschland mit Ökostrom decken, was im Moment zur Verfügung steht. Deswegen ist es sehr gut, wenn wir selber einen Teil unseres Strombedarfs decken können. Das ist natürlich über eine PV-Anlage der leichteste Weg, was ein Betrieb oder ein Büro angeht. Deswegen prüfen Sie das, ob das für Sie in Frage kommt. Diese Investitionskosten sind in den letzten 20 Jahren massiv gesunken. Also es ist sehr viel günstiger geworden. Das bedeutet sehr viel wirtschaftlicher für Ihr Unternehmen. Und Sie können eine erste kostenlose und unabhängige Beratung auch in Baden-Württemberg von den PV-Netzwerken bekommen. Weiter. Der nächste große Batzen ist dann zu schauen, okay, wie wirtschaften wir in unseren einzelnen Bereichen? Und diese Maßnahmen zur Reduzierung und Vermeidung kann man eigentlich in 4 Bereiche packen. Das ist einmal der Energiebereich. Also wir geben sehr viele Impulse rund um die Energieeffizienz, was Sie in Ihrem Betrieb umsetzen können. Wir geben Impulse zum betrieblichen betriebliches Mobilitätsmanagement. Und dann ein Bereich, der mir sehr am Herzen liegt, ist eigentlich dieser Office und diese Beschaffung. Dieser Bereich wird oft nicht in der CO2-Bilanz, in der klassischen, gemessen, ja, weil das zum Teil nicht so leicht zu erfassen ist, ja, welche CO2-Fußabdrücke hinterlässt zum Beispiel meine PCs, die ich kaufe. Das wird alles in einen sogenannten Bereich Scope 3 gepackt. Und viele Unternehmen machen gerne, wenn man Energieeffizienzmaßnahmen vollzogen hat, das in Bereich Strom- und Wärmeerzeugung. Aber was niemand weiß oder viele noch nicht wissen, ist, dass in diesem Bereich Beschaffung tatsächlich über 80% der CO2-Ausstoße eines Unternehmens anfallen. Also es lohnt sich wirklich, sich hier nochmal genau den Fußabdruck Ihres Unternehmens anzuschauen. Und es ist tatsächlich in der Tat nicht so einfach, das vielleicht alleine zu machen. Deswegen geben wir da sehr viel Hilfestellung im Leitfaden. Einmal, was man sehr schnell im Office-Bereich umsetzen kann und wo man ein anderes Bewusstsein dafür gewinnen kann. Und zum anderen, wenn Sie ein produzierendes Gewerbe sind, gerade die Thematik Kreislaufwirtschaft. Ich bin sehr froh, dass wir einen Beitrag dazu hatten eben, oder die menschenrechtliche Sorgfaltspflicht rund um globale Lieferketten. Da geben wir Ihnen einen Hinweis, wo Sie sehr kompetente und fachgerechte Hilfe sich einholen können. Weiter. So, und dann wären wir schon beim letzten Block. Und da möchte ich noch kurz sagen, tätigen Sie bitte alle Investitionen. Geben Sie das Geld, was Sie für Investitionen frei haben, erstmal für diese Maßnahmen zur Vermeidung und Reduzierung aus. Das ist sehr wichtig. Setzen Sie das um. Schauen Sie, dass Sie eine PV-Anlage aufs Dach klatschen. Stellen Sie Ihre Beleuchtung auf LED-Beleuchtung um im Betrieb. Also das sind alles so wichtige Faktoren, die umgesetzt werden müssen, bevor man dann in die Kompensation geht. Und hier geht es darum, Restwerte dann zu kompensieren im Bereich eines Klimaschutzprojektes. Der nächste Schritt wäre zu sagen, wir etablieren einen Geist der Nachhaltigkeit. Da geben wir Ihnen auch sehr viele Impulse. Und der letzte Schritt, was ich sehr wichtig empfinde weiter, ist, sich zu vernetzen. Und hier ist es sehr wichtig, einfach Gleichgesinnte zu finden, sich inspirieren zu lassen und Best Practices auszutauschen. Das hilft Ihnen auch, diesen Geist der Nachhaltigkeit im Unternehmen zu etablieren. Denn Nachhaltigkeit geht nicht über Nacht. Es sollte eine gelebte Überzeugung sein und in die DNA Ihres Unternehmens übergehen. Danke. Ach so, noch eine Slide haben wir noch. Ganz wichtig, wo kommen Sie an diesen Download, an diesen Leitfaden? Das ist auf unserer Seite verantwortung.org. Machen Sie einfach den QR-Code, können Sie einscannen oder geben Sie die Adresse ein. Dankeschön. Ja, Frau Knautz, vielen herzlichen Dank für Ihren Impulse und wirklich Ihre konkreten Schritte, die Sie ja unseren Gästen hier mit an die Hand geben, mit dem Leitfaden auch nochmal. Und wir werden das Ganze auf jeden Fall gleich auch nochmal in der Fragerunde vertiefen. Vielen herzlichen Dank, Frau Knautz. Gerne. Ja, liebe Gäste, die Zukunft der Mobilität ist greifbar. Und der Staat setzt viele Anreize, um entsprechende E-Fahrzeuge hier auf den Markt zu bringen. Und diese Anreize sollten Sie auch entsprechend nutzen.
welche Vorteile E-Mobilität für Unternehmen, auch für deren Mitarbeitenden sich daraus ergeben, welche Förderprogramme, welche finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten Sie hier auch haben, das erfahren Sie im nächsten Vortrag. Er ist bei der Firma Katzenmeier Fleet Service Prokurist, ja, und jetzt hier neben mir mit im Raum. Schön, dass Sie da sind, Herr Max Nastold. Guten Tag, grüße Sie ganz herzlich. Dann bedanke ich mich auch ganz herzlich für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Ich konnte ja letztes Jahr schon einen Vortrag halten über Elektromobilität. Jetzt ist das Stichwort gefallen, Zukunft der Mobilität. Ich habe es mir, muss ich sagen, bei der Arbeit, der Vorbereitung zu diesem Vortrag sehr einfach gemacht. Ich habe einfach die Folien von vor 10 Jahren genommen und habe die heute wieder eingestellt. Und was ich Ihnen jetzt zeigen kann, ist, dass manche Themen, die wir vor 10 Jahren, so lange beschäftige ich mich schon mit Elektromobilität, vor 10 Jahren gesagt haben, die sind jetzt heute endlich eingetreten. Nicht, weil wir so schlechte Planer waren damals, vielleicht waren wir damals zu optimistisch. Und ich möchte Sie einfach jetzt auf eine kurze Reise mitnehmen, Ihnen grundsätzlich zu erläutern oder Ihnen Argumente zu liefern, warum Elektromobilität eigentlich grundsätzlich einen Vorteil für Sie darstellt und welche Möglichkeiten Sie haben, dieses Vorteil, dass Elektromobilität so teuer ist, wie Sie das überbrücken können und am Ende noch einen kurzen Abschluss zu geben, welche Möglichkeiten das auch für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Weiter? Weiter? Wir als Firma Katzenmeier, wenn Sie aus Karlsruhe und Umgebung sind, kennen Sie uns sicher vielleicht sogar noch von früher, als wir mal Autos vermietet haben. Wir beschäftigen uns seit über 70 Jahren mit Mobilität. Weiter? Unser Verständnis von Mobilität sehen Sie im Hintergrund. Links unten ist beispielsweise ein Bus. Ende des Jahres werden wir die ersten Wasserstoffbusse verleased haben. Unsere Aufgabe ist es, Unternehmen mobil zu halten. Und wir haben eben früh angefangen, als Leasinggesellschaft uns mit Elektromobilität zu beschäftigen und konnten so unsere Expertise Jahr für Jahr ausbauen und sind heute einer der führenden Leasinggesellschaften für elektrische Fahrzeuge und jetzt auch seit mehreren Jahren für Fahrräder. Was das nachher bedeutet, im Konkreten erkläre ich Ihnen auf den nachfolgenden Seiten. Bitte weiter. Ich habe mich gefragt, warum Elektromobilität? Sie sehen jetzt hier, was ich vorhin meinte, ketzerisch mit vor 10 Jahren. Ich habe einen Artikel aus dem Jahr 2017, warum Elektroautos heute schon 76 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. Wenn wir uns überlegen, warum Elektromobilität, einfach, es ist eine andere Form der Mobilität. Und wenn wir über Anstrengungen sprechen, das CO2-Ziel zu erreichen, wenn wir darüber reden, wie wir vor Ort etwas bewirken können, ist ja ein Thema, was können wir einfach tun? Und wir fahren jeden Tag Auto und ich möchte jetzt nicht die Diskussion, da können wir vielleicht nachher drüber diskutieren, wo endet das System Elektromobilität, wo werden die Autos erzeugt, aber einfach, wenn wir die lokalen Einsparungen einsetzen, ein Auto, mit wie ich jetzt heute hier angefahren bin, 3 Kilometer ist unsere Firma hier entfernt, hätte ich auch mit dem Fahrrad fahren können, ist richtig, aber es hat geregnet und das heißt, dieser kurze Weg ist lokal CO2-neutral gefahren worden und das heißt, für die Fußgänger, die ich getroffen habe, war das einfach ein Vorteil, es war besser, als wenn ich mit einem Dieselfahrzeug oder einem Benzinfahrzeug gefahren wäre. Bitte weiter. Das heißt, der Umweltaspekt ist das eine. In den Eingangsworten von Herrn Hubschneider wurde gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann die Energiewende? Und das war jetzt nicht abgesprochen. Ich habe hier in der Mitte, auch im Grunde 2015 war das, mir mal bei einem Vortrag Gedanken gemacht, was bedeutet das denn überhaupt und welchen Beitrag kann nachher denn die Elektromobilität liefern? Auf der rechten Seite ist ein Zitat von Herrn Kagermann, das ist der Leiter der nationalen Plattform Elektromobilität. Heute heißt das nationale Mobilitätsplattform Zukunft und weiß der Kuckuck was alles. Und da wurde die Frage aufgestellt, es geht gar nicht darum, ob die Elektromobilität kommt, sondern wie Deutschland darum mit umgehen kann. Wenn wir auch sehen, wo unsere Autohersteller einen großen Teil ihrer Autos verkaufen, ist das ja nicht in Deutschland, sondern ist das in China. In China gibt es beispielsweise mehr elektrische Busse, als es in Deutschland Busse im Gesamtbestand gibt. Und wie diese ganzen Worte, über die brauchen wir jetzt gar nicht im Detail eben sprechen, welchen Beitrag aus unserer Sicht die Mobilität, weil das kann im Grunde, die Mobilitätswende kann nur mit der Energiewende funktionieren. Die Energiewende ist das große Ziel und die Mobilitätswende ist ein kleiner Teil davon. Weiter bitte. Das nächste ist die Frage, das ist auch aus 2015, sind Elektroautos auch bald günstiger als Verbrenner und Benziner? Bitte weiter.
Wir haben das dementsprechend mit den Kosten einmal zusammengetragen. Ich bin bis letztes Jahr April ein Mittelklasse Dieselfahrzeug gefahren, fahre jetzt heute ein batterieelektrisches Fahrzeug seit über 12 Monaten, und wir haben einfach mal die Betriebskosten nebeneinander gestellt. Und bei dieser einfachen betriebswirtschaftlichen Rechnung kommt heraus, dass mein Arbeitgeber, meine Firma, die Firma Katzenmeier, heute an diesem Elektrofahrzeug 5 € pro 100 Kilometer einspart im Vergleich zu meinem Dieselfahrzeug. Und das ist schon der erste Punkt. Was sind die notwendigen Voraussetzungen, dass ein Unternehmen sich für Elektromobilität entscheidet? Das ist die Kostengleichheit. Die erreichen Sie zum einen über den Einsatz von Fördermitteln. Da kommen wir nachher dazu. Der Staat hat sehr starke Anreize gesetzt, um dieses politische Ziel zu erreichen, mehr Elektrofahrzeuge auf die Straße zu bekommen. Weiter brauchen Sie die Möglichkeit zu laden. Das heißt, Sie brauchen mindestens einen Ladepunkt. Ich zu Hause kann nicht laden, im Altbau wohne, sondern Sie müssen im Grunde in der Firma laden. Und es muss einfach sein. Und dieses Thema einfach möchte ich Ihnen noch an ein, zwei Folien zeigen, was das bedeutet. Wie kommen wir dazu, dass die Fahrzeuge eingeführt werden können, dass sie einfach sind und dass sie kostengünstig sind? Es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, diese Fahrzeuge zu fördern. Die Bundesregierung hat mehrere Programme dazu aufgelegt. Eins davon ist beispielsweise, der staatliche Umweltbonus. Da bekommen Sie, ich als Privatperson, Sie als Privatperson oder auch als Unternehmensvertreter, bekommen Sie eine Pauschale von bis zu 6.000 € pro Fahrzeug. Das können Sie zentral bei dem Bundesamt für Warenwirtschaft und Ausfuhrkontrolle in Eschborn beantragen. Das können auch Dienstleister machen, wie beispielsweise wir. Und es gibt drei verschiedene Förderprogramme von den Bundesministerien, wo gezielt gewisse Branchen gefördert werden. Das eine ist vom Bundesumweltministerium, wo beispielsweise Krankenhäuser, Sozialstationen eine spezielle Förderung bekommen. Das kann speziell über Leasinggesellschaften beantragt werden oder auch über Einzelanträge. Das ist aber relativ bürokratisch, relativ aufwendig. Da ist der Weg über einen Dienstleister einfach, führt in der Konsequenz dazu, dass die Elektrofahrzeuge günstiger sind als konventionelle Fahrzeuge. Weiter. Das nächste ist ein spezielles Programm beispielsweise für Handwerksunternehmen und KMU-Unternehmen, wo sie auch von dem Bundesverkehrsministerium eine Zusatzförderung erhalten, was eben dazu führt, dass ihre Total Cost of Ownership, also ihre Gesamtkosten für so ein Fahrzeug, deutlich gesenkt werden können. Und wenn Sie dann noch hinzunehmen, dass die Elektrofahrzeuge einfach einen sehr geringen Verbrauch und sehr geringen Wartungsaufwände haben, können wir heute schon zeigen, dass die Fahrzeuge eben günstiger im Betrieb sind als die vergleichbaren Fahrzeuge. Die letzte Folie. Jetzt ist es aber so, was sind die Vorteile für Ihre Mitarbeiter? Sie haben im Grunde einen Großteil der Elektrofahrzeuge in Deutschland oder der gewerblich zugelassenen Fahrzeuge sind Dienstwegen. Es gibt sehr starke steuerliche Anreize. Jetzt hat der Unternehmer natürlich die Frage zu beantworten, ich kann nicht jedem Mitarbeiter einen Dienstwagen zur Verfügung stellen. Aber es gibt neue Programme, um beispielsweise Mitarbeiter mobil zu halten. Ich habe jetzt hier geschrieben, Elektromobilität hat nicht nur 4 Räder, sondern es gibt im Grunde Programme, wo Mitarbeiter über ihre Arbeitgeber sehr hochwertige Fahrräder beziehen können. Und das sind einfach im Grunde den Dienstwagen, 2 Räder weg. Das Ganze nennt sich Dienstrad-Leasing und liefert auch einen wichtigen Beitrag. Jeder hier in Karlsruhe ist schon mal Auto gefahren. Jeder hat sich schon mal darüber geärgert, wie viele Baustellen es hat. Wir sind Fahrradhauptstadt. Und dadurch sind solche Modelle, leisten aus unserer Sicht einen wichtigen Beitrag, die Mitarbeitermobilität aufrechtzuerhalten. Jetzt bin ich fertig und freue mich auf eine mögliche Diskussion im Anschluss. Perfekt. Vielen herzlichen Dank, Herr Nastold, für Ihren schnellen Überblick. Und man sieht, es gibt auf jeden Fall viele finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten, sowohl für die Unternehmen als auch Anreize für deren Mitarbeitende. Und ich denke, wir steigen danach noch mal in die Diskussion auch mit ein. Ja, auch da, liebe Gäste, noch mal an Sie die Einladung. Nutzen Sie den Chat, stellen Sie Ihre Fragen an die Referentinnen und Referenten. Und ich werde diese Fragen gleich noch mal in einer Runde gemeinsam mit allen drei aufgreifen. Die städtischen Klimaschutzziele lassen sich natürlich nur erreichen, wenn die Unternehmen, wenn die Wirtschaft mitmacht. Und umgekehrt möchte die Stadt Karlsruhe natürlich auch die Unternehmen bei ihren Bemühungen für mehr Klimaschutz unterstützen. Dafür gibt es die Klimaallianz. Gemeinsam engagiert für den Standort. Klimaallianz mit Karlsruher Unternehmern, so lautet der Vortragstitel unserer nächsten Rednerin. Sie ist die Bürgermeisterin der Stadt Karlsruhe für den Bereich Umwelt und Gesundheit zuständig und live heute hier beim Kongress zugeschaltet. Ganz herzlich willkommen, Frau Bettina Liesbach. Ja, guten Morgen in die Runde, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute
kurz die Klimaallianz für Unternehmen von der Stadt Karlsruhe vorstellen darf. Karlsruhe hat sich ja ehrgeizige Ziele zum Klimaschutz gesetzt, die sich auch an den Paris-Beschlüssen orientieren, also der Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels. Und da ist die Wirtschaft für uns natürlich ein ganz zentraler Akteur. Nächste Folie bitte. Denn fast 50% der Emissionen in Karlsruhe entfallen auf Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen. Und wir haben schon in der Vergangenheit, dazu sieht man hier so ein paar Beispiele, auch schon einige erfolgreiche Projekte mit Unternehmen durchgeführt. Wir wollen hier in dieses Thema jetzt aber noch mehr Kontinuität hineinbringen, Firmen vernetzen, eine Plattform bieten, und das ist die Karlsruher Klimaallianz. Nächste Folie bitte. Die Klimaallianz, die versteht sich als lokale Plattform für den betrieblichen Klimaschutz. Sie soll Unternehmen unterstützen auf dem Weg zur Klimaneutralität. Sie ist freiwillig, sie ist kostenfrei, als Allianz zwischen Stadt und Unternehmen. Und sie steht auch allen Unternehmen offen, die ihre Treibhausgasemissionen senken wollen. Und wir sehen in dieser Klimaallianz, weil die Wirtschaft hier so wichtig einfach ist, einen ganz wichtigen Beitrag auch zur Erreichung der städtischen Klimaschutzziele. Denn ohne die Wirtschaft wird es einfach nicht funktionieren. Die nächste Folie bitte. Wir haben hier sehr niederschwellige Teilnahmevoraussetzungen auch definiert, und die Kriterien lassen sich auch durchaus noch anpassen. Das machen wir dann gerne auch zusammen mit den Unternehmen, die dann von Anfang an dabei sind. Zunächst mal müssen in der Startphase die Teilnehmenden eine Erklärung unterzeichnen, sich zu den Klimaschutzzielen der Stadt im Grundsatz bekennen und ihre Bereitschaft erklären, auch ihren eigenen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen zu leisten. Wir wünschen uns von den Unternehmen, dass sie eine CO2-Bilanz erstellen, damit man eben auch verfolgen kann, wie erfolgreich dann der Klimaschutz funktioniert, und dass sie dann eben auch Maßnahmen, die sie selbst auch definieren, zur Treibhausgasminderung identifizieren. Das Ganze findet dann auch statt, diese Maßnahmenumsetzung mit Unterstützung, wobei wir hier vor allem auch auf bestehende Angebote zurückgreifen, also Unterstützung bei der CO2-Bilanzierung, bei der Maßnahmenentwicklung, denn viele Unternehmen möchten da auch gerne Hilfestellung haben, wenn es darum geht zu definieren, welche Maßnahmen muss ich denn durchführen, umsetzen, damit ich im Klimaschutz erfolgreich bin. Bei dieser Unterstützung setzen wir vorrangig auf bestehende Angebote. Die wurden auch gerade im Vortrag von Verantwortung auch schon zum großen Teil genannt. Da ist zum Beispiel der KEF-Check, oder es gibt Beratungsangebote von IHK oder HWK oder eben auch Projekte von Verantwortung, die hier mit als Unterstützung auch dienen können, einfach wenn man sich dieser Klimaallianz anschließt. Ja, und dann das Ziel, diese ist dann die eigentliche Phase der Umsetzung. Da geht es einfach darum, auch einen kontinuierlichen Beitrag der Unternehmen zu leisten zur Reduktion der Treibhausgasemissionen. Die Stadt bittet da dann jährlich auch um einen Bericht zur CO2-Bilanz und zu den von den Unternehmen auch umgesetzten Klimaschutzmaßnahmen. Und vorgesehen ist dann, dass diese Allianz auch alle 3 Jahre verlängert wird, wenn eben kontinuierliche Maßnahmen, was wir dann ja alle gemeinsam hoffen, auch umgesetzt werden. Und es soll auch eine jährliche öffentliche Veranstaltung mit einer Prämierung geben, wobei dann eben besonders erfolgreiche, beispielhafte Vorhaben auch ausgezeichnet werden. Die nächste Folie, bitte. Ja, was haben die Unternehmen davon, wenn sie dieser Klimaallianz beitreten? Zum einen geht es darum, eine öffentlichkeitswirksame Anerkennung des Klimaschutzengagements von Unternehmen zu haben. Dazu wollen wir eben als Stadt dann auch mit unseren Möglichkeiten auch beitragen zu dieser Öffentlichkeitswirksamkeit. Es ist geplant, eine Präsentation unter anderem über eine Jahreskonferenz durchzuführen, Internetpräsentationen auch zu machen, Medienarbeit zu machen, einfach um auch das Engagement der Unternehmen darzustellen, damit eben andere Unternehmen sich dann auch ein Beispiel daran nehmen können. Wir haben als Stadt auch eigene Personalressourcen und ein Budget im städtischen Haushalt. Wir werden auch einen Klimaschutzmanager oder eine Managerin einstellen, die dann als Ansprechperson auch für die Unternehmen zur Verfügung steht. Und dann geht es uns einfach auch darum, und auch das ist sicher auch ein Vorteil der Allianz, dass sich Betriebe untereinander vernetzen können, mit der Verwaltung vernetzen können, einfach um gegenseitig voneinander zu lernen und voneinander zu profitieren.
Uns ist ganz wichtig, dass wir mit der Klimaallianz kein Konkurrenzprodukt zu werten auf Vernetzungsmöglichkeiten, wie jetzt ja beispielsweise auch Fokus Energie schaffen wollen, sondern es geht darum, dass wir hier kooperieren, dass das alles Hand in Hand geht. Das ist natürlich eine ganz wichtige Voraussetzung. Nächste Folie bitte. Was sind die nächsten Schritte? Aktuell sind wir jetzt dabei, mögliche Kooperationspartner in diese vorbereitende Klimaallianz sozusagen einzubinden. Das sind IHK, das ist die Handwerkskammer, KEF ist dabei, Fokus Energie ist dabei, Verantwortung ist dabei. Die alle sollen eben auch die Unternehmen oder werden die Unternehmen auch unterstützen oder unterstützen sie heute schon in vielfältiger Weise bei Energiefragen. Und im nächsten Schritt wollen wir dann auf ausgewählte Unternehmen zugehen. Wir wollen mit einer Gruppe von 15 bis 20 Unternehmen starten und diese Gruppe soll dann nach und nach eben wachsen zu einer starken, mächtigen Klimaallianz. Und zum offiziellen Start dann von diesen ersten Unternehmen wollen wir dann auch natürlich einen Pressetermin machen, weil das Ganze ja auch öffentlichkeitswirksam sein soll. Ja, und alle Unternehmensvertreterinnen und Vertreter, die heute dabei sind, die lade ich natürlich ganz herzlich ein, bei dieser Allianz mitzumachen. Wir würden uns sehr freuen, wenn die Beteiligung groß ist, wenn das Interesse groß ist. Nutzen Sie dabei auch gerne den direkten Draht zum Umweltamt. Kontaktdaten sind hier auf der Folie dargestellt, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Und ich würde mich sehr freuen, wenn viele von Ihnen dann auch in der Startgruppe der Klimaallianz schon vertreten sind oder dann auch später sich der Allianz anschließen. Ganz herzlichen Dank. Ja, Frau Liesbach, auch vielen herzlichen Dank für Ihre Impulse, auch nochmal mit den Informationen zur Klimaallianz. Es ist schön, dass Sie ergänzt haben, Sie wollen nicht irgendwo in Konkurrenz zueinander treten, zu anderen Initiativen, sondern sich hier noch enger vernetzen. Und ich glaube, das ist ja auf jeden Fall ein wichtiger Faktor an der Stelle und das machen wir heute ja auch. Und ich habe es vorhin schon gesagt, wir möchten die Gelegenheit jetzt an der Stelle noch nutzen, natürlich wieder auf Ihre Fragen, liebe Gäste, hier einzugehen, auf Ihre Fragen, die Sie uns über den Chat haben zukommen lassen. Und die erste Frage oder die Frage möchte ich sowohl auch an Frau Knorz als auch an Frau Liesbach weitergeben, weil die Frage lautet, müssen wir noch mehr tun, um das Thema Nachhaltigkeit einfach noch weiter ins Bewusstsein zu rücken? Wie hat sich denn vielleicht auch bei Ihnen die Initiativen, sowohl bei Ihnen in der Verantwortung als auch bei der Klimaallianz entwickelt? Und ich würde vielleicht mit Ihnen, Frau Knorz, gerne starten. Ja. Also ich denke, dass das Thema Nachhaltigkeit schon omnipräsent ist bei uns. Das sehen wir ja alleine in den Nachrichten der letzten Woche. Auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtshofs rund um den Fridays for Future-Klage, dass Deutschland nicht genug tut in Sachen Klimaschutz, dass wir unsere Ziele nach 2030 viel klarer definieren müssen. Also ich denke, wir werden im September einen Wahlkampf rund um Klimaschutz und Klimawandel haben. Das ist gesetzt. Was geändert werden muss oder wie wir darüber sprechen müssen, ist diese Angst raus, zu nehmen, was das für uns bedeutet als Gesellschaft. Also diesen Zugang müssen wir leichter gestalten. Deswegen haben wir auch diese Initiative gestartet, dass es nicht so wie ein riesiger Berg wirkt, wo die Menschen denken, oh Gott, ich kann da sowieso nichts mehr richten. Was ich tue, bringt überhaupt nichts. Das müssen wir ändern. Mhm. Wir müssen es in verdaubare Stücke verkleinern, in Maßnahmenpakete und natürlich auch Mut machen zum Handeln. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir hier positiv darüber sprechen, dass wir von einer Bewegung jetzt im positiven Sinne ausgehen und das propagieren. Okay, also Mut machen, auf jeden Fall einladen zum Mitmachen, passend ja auch zum Kongress des Mottos. Frau Liesbach, die Frage auch an Sie. Wie haben Sie festgestellt, hat sich die Wahrnehmung verändert, auch für die Klimaallianz? Wie ist, sagen wir, die Anzahl der Unternehmen, die sich bei Ihnen beteiligen? Ist da ein höheres Bewusstsein festzustellen? Also gut, insgesamt nehme ich auf jeden Fall wahr, dass das Thema Klimaschutz eine ganz große Bedeutung mittlerweile hat, dass es doch eine viel stärkere Lobby auch hat als noch, ich sag mal, vor wenigen Jahren, wo es wirklich mühsam war, mit diesem Thema irgendwie auch in die Gesellschaft, in die Mitte der Gesellschaft vorzudringen. Ich glaube, jetzt haben doch große Teile der Gesellschaft wirklich auch erkannt, dass es ganz dringend ist zu handeln. Und ich freue mich da auch natürlich wahnsinnig über den Rückenwind, den das gibt bei der Umsetzung auch der städtischen Klimaschutzziele. Beim Thema Nachhaltigkeit, also ich meine, bei all dem, was jetzt nicht nur rein Klimaschutz ist, denke ich, ist es schon so, dass es zum Teil auch, dass der Begriff auch einfach so ein bisschen inflationär gebraucht wird.
und dass man vielleicht da auch schon noch Dinge zu tun hat und ins Bewusstsein zu bringen hat, was heißt Nachhaltigkeit wirklich auch im engeren Sinne. Also wie lebe ich heute so, dass zukünftige Generationen auch keinen Schaden nehmen, dass wir für unsere zukünftigen Generationen, für die jungen Menschen auch und für die, die noch kommen werden, dass wir denen eine Erde hinterlassen, die wirklich auch lebenswert ist, ein lebenswertes Umfeld hinterlassen. Da ist natürlich noch viel auch zu tun, viel auch an Bewusstseinsarbeit zu leisten. Und ich glaube, es kommt auch beim Thema Klimaschutz darauf an, auch Nachhaltigkeitsaspekte nochmal mit zu berücksichtigen. Also zum Beispiel, wenn wir auch das Thema Mobilität angehen, da stellen sich ja auch, was die Rohstoffgewinnung angeht, auch immer wieder Nachhaltigkeitsfragen, dass wir das zusammenbringen, dass wir ein gutes Recycling für Rohstoffe entwickeln, Kreislaufwirtschaft wirklich auch denken und umsetzen. Ich denke, in solchen Dingen haben wir schon noch viel auch an Transformation vor uns. Ja. Aber ich nehme tatsächlich wahr, dass zurzeit einfach viel Rückenwind auch da ist für diese Themen. Okay, perfekt. Ja, und den Rückenwind müssen wir natürlich nutzen, weil uns ein Stück weit die Zeit sonst davonläuft, dass wir hier auch wirklich in die Handlung kommen. Ich möchte die nächste Frage an Herrn Nastold weitergeben, weil wir haben hier eine Frage über den Chat zum Thema Elektromobilität. Wir haben uns da auch auf das Thema zweirädrig. Es geht, ist das Leasing von E-Fahrzeugen und E-Lastenfahrrädern auch bei Carsharing-Firmen möglich? Das ist zwar jetzt ein bisschen allgemeiner, nicht nur auf Ihr Unternehmen, aber vielleicht können Sie dazu eine Antwort geben. Ja, dazu kann ich sehr gerne was sagen. Also grundsätzlich ist das selbstverständlich möglich. In der Praxis zeigt sich aber, dass eine Leasinggesellschaft eine Herausforderung sieht an ein Unternehmen, was das Ganze weiter vermietet oder weiter verliest. Deswegen ist die Frage durchaus berechtigt. Und ich kann jetzt natürlich nur wieder für uns sprechen. Wir als Leasingunternehmen haben keine Probleme damit, Objekte an Carsharing-Unternehmen zu verleasen, sofern sie seit 3 Jahren beispielsweise am Markt sind und eine ausreichende Bonität haben. Da haben wir spezielle Programme aufgelegt, auch beispielsweise diese Objekte auch zu versichern, um da einfach auch eine Lösung für diesen wichtigen Mobilitätsträger Carsharing anzubieten. Und wir haben da eine Land auf, Land ab, auch bei den hiesigen Anbietern ganz gute Erfahrungen gemacht. Wie hat sich das Thema da entwickelt insgesamt? Steigt da die Nachfrage kontinuierlich oder wie sehen Sie das? Ja, das ist eine schwierige Frage. Also politisch stellen wir fest, dass Carsharing gewünscht ist, dass dort auch Elektromobilität eine Rolle spielt. Das Problem ist aber, da Elektrofahrzeuge in Teilen noch immer relativ teuer sind, der Fahrzeugeinsatz schwierig zu planen ist, weil Sie können Ihre Carsharing-Nutzer ja nicht fragen, wie fahren Sie jetzt, weil man eben ja diese Flexibilität haben möchte. Da jetzt aber ja immer mehr Fahrzeuge auf den Markt kommen, die auch immer relativ hohe Reichweiten haben, sehen wir schon, dass die Carsharing-Anbieter eigentlich hier auch verstärkt auf diese Fahrzeuge setzen. Es gibt auch schon Anbieter, die ausschließlich Elektrofahrzeuge nur da einsetzen. Okay, also wie gesagt, es sind noch ein paar Herausforderungen zu handeln, aber Nachfrage steigt kontinuierlich. Da war davor noch eine ganz spezifische Frage zu De Minimis. Der das gestellt hat, kann sich gerne im Nachgang bei mir melden, weil das ist relativ technisch, das würde sonst niemand anderes interessieren. Okay, das heißt, Sie sind ja vielleicht auch gleich beim Netzwerken noch mit dabei und dann können Sie vielleicht direkt sogar in den Zweierdialog miteinander gehen. Eine Frage noch zum Thema auch Klimaallianz und ich glaube, möchte es auch gerne an die Unternehmerinitiative weitergeben. Die Frage, erstmal Frau Liesbach bei Ihnen, können auch Unternehmen aus der Region, also außerhalb von Karlsruhe, an der Klimaallianz teilhaben? Zunächst mal ist es zwar als Karlsruher Projekt gedacht, aber ich gehe schon davon aus, dass wir dann auch sehr schnell Möglichkeiten schaffen werden, das auch zu einer regionalen Allianz zu machen. Denn das macht natürlich Sinn. Klimaschutz hört ja nicht an den Landkreisgrenzen auf. Insofern wäre uns das schon auch ein Anliegen. Ich denke, dass wir erstmal starten, wahrscheinlich vor allem mit Karlsruher Unternehmen. Aber wenn es regionale Unternehmen gibt, die sich interessieren, können die sich auch gerne jetzt schon bei uns melden. Und da wird man sicher einen guten Weg der Zusammenarbeit finden. Okay, perfekt. Sie haben hier ein Mitglied gewonnen. Herr Nastold und Michael Katzenmeier hat sich gerade schon gemeldet. Also von daher haben wir hier schon mal einen weiteren starken Partner mit an Bord. Daumen hoch, perfekt. Die Frage möchte ich aber gerne auch zu Ihrer Unternehmerinitiative weitergeben. Gibt es da irgendwelche Rahmenvoraussetzungen, regionale Grenzen oder kann sich überhaupt da jeder anschließen? Nicht. Überhaupt keine Grenzen. Also wir heißen jeden willkommen, der sich in diesen Sachen mit engagieren möchte mit uns, also sich für nachhaltiges Wirtschaften stark machen will. Und wir haben tatsächlich deutschlandweit Mitglieder, natürlich viele aus Karlsruhe und der Umgebung, auch Kreis Karlsruhe, Landkreis Karlsruhe, Heidelberg, Berlin, Bonn, München. Also wir heißen alle willkommen. Wir sind ein Business-Ökosystem der Nachhaltigkeit, so bezeichnen wir uns. Okay, wir wollen voneinander, von dem Austausch voneinander profitieren. Ja.
Und auch da, wie es Frau Liesbach gesagt hat, es hört nicht an irgendwelchen Stadt- oder Landesgrenzen auf, sondern es ist wirklich ein globales Thema letztendlich auch. Mhm. Ja. Ich würde vielleicht noch gerne an Herrn Nassold eine Frage weitergeben. Ich weiß natürlich, das Thema E-Mobilität erfährt ja wirklich einen großen Zuspruch im Moment, auch dank der Förderungen. Ist das aber letztendlich das Allheilmittel im Moment, wenn wir über die Mobilitätswende sprechen? Meinen Sie im Grunde den Einsatz der Fördermittel oder der Antrieb Elektromobilität? Genau, der Antrieb. Nein, also das muss man ganz emotionslos sehen, allein schon durch die Tatsache, dass wir in Deutschland einen Fahrzeugbestand haben von 40 Millionen konventionellen oder Verbrennerfahrzeugen. Das heißt, das wäre nicht nachhaltig, diese Fahrzeuge morgen zu verschrotten und alle auf Elektrofahrzeuge zu setzen. Das heißt, es ist sehr wichtig zu verstehen, was ist die Anwendung, also quasi welche Form der Mobilität ist wirklich notwendig. Man kann der Privatperson schon sagen, auch durchaus mit dem erhobenen Zeigefinger, natürlich ist es toll, dass Sie ein Auto haben, was 500 Kilometer fährt, aber die letzte Strecke, die Sie 500 Kilometer am Stück gefahren sind, das war vor 2 Jahren und das hat jetzt nichts mit Corona zu tun. Und das heißt, wir haben diesen Bestand an Fahrzeugen, der uns die nächsten 15, 20 Jahre mindestens noch betreuen wird. Und wenn wir perspektivisch schauen, wird es im Grunde einen Mobilitätsmix geben von 1/3 batterieelektrischen Fahrzeugen, Tendenz eher steigend, ein Teil von Wasserstoff, wenn Sie an die Nutzfahrzeuge denken, die können Sie im Grunde eher mit Wasserstoff betreiben. Und dann haben Sie auch hocheffiziente Verbrennungsmotoren, die uns noch sehr, sehr lange betreuen werden, was man das ist auch meine persönliche Meinung, aber das ist auch die Meinung in der Literatur, wenn Sie den größten Autobauer der Welt ansehen, der hatte vor ein paar Wochen eine klare Absage gegeben, was synthetische Kraftstoffe anbelangt. Das ist ein Thema, was nicht weiter fortgeführt wird. Die Vertreter der deutschen Automobilindustrie haben da noch eine andere Meinung, aber ihr größter Beitragszahler hat da sich klar positioniert. Und das heißt, es gibt im Grunde die effizienten Verbrennungsmotoren noch einen langen Zeitraum. Es gibt die batterieelektrischen Fahrzeuge und es gibt Antrieb mit Wasserstoff. Und natürlich, was man nicht vergessen darf, ich hatte es vorhin angesprochen, hier in Karlsruhe ist Autofahren, macht nicht immer Spaß. Mhm. Und jetzt bin ich ganz schlechter Fahrradfahrer, deswegen muss ich dann zu Fuß gehen. Und das heißt, auch da wird eine ganz andere Veränderung dastehen, dass einfach quasi weniger Auto gefahren wird, weil es schlicht und ergreifend keinen Spaß macht. Nicht mal ideologisch, sondern es ist einfach der einfachere Weg, von A nach B zu kommen. Das heißt, einfach auch da macht es letztendlich wieder der Technologiemix oder auch der Fahrzeugmix letztendlich, der wichtig ist. Ja, dann möchte ich noch eine letzte Frage aus dem Chat aufgreifen und es ist auch eine schöne Überleitung zu unserem nächsten Themenblock, den wir dann nach dem Netzwerken haben, nämlich Bürgerinnen und Bürger. Aber die Frage möchte ich gerne an Frau Liesbach weitergeben, weil hier steht, gibt es bereits Ideen, wie die Bürgerinnen und Bürger in die CO2-neutrale Zukunft von Karlsruhe eingebunden werden? Ja, wir wollen natürlich auch, das ist ganz wichtig, auch die privaten Bürgerinnen und Bürger unterstützen bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen. Wir haben gerade eben ein Förderprogramm auch aufgelegt. Der Gemeinderat hat es in seiner letzten Sitzung beschlossen, um eben auch Sanierungen im Privatbereich zu fördern, im Altbaubereich oder auch im Bereich eben vorhandener Gebäude im Bestandsbereich, um auch PV-Anlagen zu fördern. Da unterstützen wir natürlich Bürgerinnen und Bürger auch gerne bei ihrem Weg zum Klimaschutz. Es gibt auch von unserer Karlsruher Energie- und Klimaagentur die Planung von Energiequartieren in verschiedenen Karlsruher Stadtteilen. Das soll nach und nach auch stadtweit vorhanden sein, auch diese Energiequartiere. Und da wird auch mit Beteiligung der Bürger und Bürgerinnen oder mit ihrer Einbindung auch werden eben Vorschläge gemacht, wie sie auch energetisch einfach vorankommen können. Wir werden auch Beratungsangebote ausbauen. Wir planen in den nächsten Monaten ein Beratungszentrum bei der Karlsruher Energie- und Klimaagentur in der Hegelstraße. Das steht schon kurz vorm Einzug. Und da können dann Bürger und Bürgerinnen sich sowohl zu Energiefragen beraten lassen, als auch zu Fragen der umweltfreundlichen Mobilität. Also da planen wir weitere Angebote. Und das ist uns einfach extrem wichtig, dass Bürgerinnen und Bürger auch sich mit dem Klimaschutz engagieren. Wir versuchen auch hier mit Bürgerprojekten voranzukommen, auch solche Projekte zu unterstützen, zu begleiten. Mhm. Haben ja auch schon verschiedene Öffentlichkeitsbeteiligungen auch durchgeführt, um eben auch uns da mit Bürgerinnen und Bürgern auszutauschen. Ja. Ist in Corona-Zeiten natürlich ein bisschen schwierig, aber auf jeden Fall bald wieder. Genau, perfekt. Ja, vielen Dank. Also es ist auf jeden Fall schon vieles geplant, vieles in der Umsetzung. Was noch mehr, das werden wir ja auch im nächsten Themenblock Bürgerinnen und Bürger gleich weiter vertiefen. Ich danke Ihnen auf jeden Fall, dass Sie mit dabei waren, dass Sie uns die Impulse mitgegeben haben und dass wir da alle engagiert weiter mit bei der Sache da bleiben, gerade Unternehmen dabei zu unterstützen, mehr Klimaschutz auch durchzuführen. Vielen herzlichen Dank. Danke auch.